Also entweder gab es in den ganzen Gewerkschaftsdemonstrationsverträgen keine Schlechtwetterzulage oder den selbsternannten Verteidigern dieser Demokratie liegt die Demokratie bei schlechtem Wetter doch nicht so ganz am Herzen, wie ihr eben gerade sehen konntet. In Frankreich wiederum, da sieht das ein bisschen anders aus, aber da wissen die Franzosen letztendlich auch, was auf sie zukommt, wenn es eine Wahl gegeben hat. Und dementsprechend waren sie auch dort darauf vorbereitet. Was allerdings diese Wahl jetzt für Deutschland bedeutet und vor allem, was die AfD davon lernen kann, das schauen wir uns in diesem Video einmal gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr es gestern noch nicht getan habt, hier mal ein kleiner Hinweis. Und ich glaube, das Video wird jetzt da eingeblendet. Falls ihr euch mal darüber informieren wollt, wie es am Samstag in Essen zugegangen ist, ich habe einen kurzen Zusammenschnitt von unglaublich vielen Aufnahmen einfach mal online gestellt. Und ja, mittlerweile scheinen sich auch wirklich sehr, sehr viele Leute für genau diese Aufnahmen zu interessieren. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie diese ja, selbsternannten Beschützer der Demokratie in Essen vorgegangen sind, ja, dann schaut es euch gerne einmal an. Womit wir dann auch letztendlich schon fast beim Thema wären. Denn wie ihr es jetzt im Intro gesehen habt, ja, diese Verteidiger der Demokratie, diese ja, die Speerspitze dieser Gewerkschaften und Parteien, die demonstriert wahrscheinlich immer nur dann, wenn auch die Sonne scheint. Also es ist so eine ja, Verteidiger einer Schönwetterdemokratie. Aber wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt oder irgendwie sowas, ja, da funktioniert das dann anscheinend nicht mehr so wirklich gut. Und im Gegensatz zu den ja, selbsternannten Demokraten, möchte ich jetzt einmal sagen, nehme ich den Satz oder den Begriff, das Schlagwort Gesicht zeigen, auch wirklich ernst. Auch wenn man mir, wie ihr hier unten einmal sehen könnt, auf anderen Kanälen mittlerweile bescheinigt, dass ich doch durchaus gefährlich sei. Frag mich jetzt ehrlich gesagt, warum ausgerechnet ich jetzt gefährlich sein sollte. Ne? Weil, ja, aber gut. Ne? Ich bin ja ein Verfechter der absoluten Meinungsfreiheit und wenn dieser ja, Kommentator meint, ich sei gefährlich, dann ist das halt seine persönliche Meinung. Denn wie gesagt, Gesicht zeigen und dann in einer homogenen Masse, vor allem vermummt irgendwo aufzutreten, ja, das zeugt jetzt nicht unbedingt davon, dass man auch für seine persönliche Meinung da eintritt. Ne? Also, das kann man jetzt auch handhaben, wie man möchte. Und dass diese Leute so mittlerweile so extremst indoktriniert sind, dass sich auch eine Diskussion mit diesen dann völlig erübrigt. Vielleicht ist auch das genau das, was Björn Höcke meinte, als er sagte, wir können oder Deutschland kann auch auf 20-30% der Bevölkerung verzichten, ja, ohne dass wir hier Probleme bekommen würden. Womit wir dann jetzt aber auch wirklich endlich mal beim Thema wären, und zwar die Wahlen in Frankreich. Denn zu dem Begriff Remigration zum Beispiel, da hat sich Marie Le Pen ja mittlerweile auch im Januar schon einmal sehr kritisch geäußert. Und sie sagte also, so wie die AfD das jetzt bei dem angeblichen Geheimtreffen in Potsdam besprochen hätte, so will sie das in Frankreich auf jeden Fall nicht haben. Kann ich auch gut nachvollziehen. In Frankreich herrscht eine ganz andere Mentalität, was die Einwanderung anbelangt. Also Frankreich ist im Gegensatz zu Deutschland Kolonialmacht gewesen. Über lange Zeit, hatte auch noch bis weit in die 40er, 50er Kolonialgebiete. Und aus diesen Kolonialgebieten, da strömen halt immer wieder Einwanderer nach Frankreich. Ihr Spitzenkandidat, also der Spitzenkandidat des Rassemblement National allerdings, Jordan Bardella, der sagte ganz offen, dass er für weniger Migration stehen würde. Das bedeutet nicht, dass die, die jetzt schon im Land sind, dann wieder irgendwie zurückgeschickt werden sollen, aber er möchte gerne weniger Migration ins eigene Land, ja, sage ich mal, dulden oder auch akzeptieren. Und Marie Le Pen sagte in einem Interview einmal oder definierte in einem Interview einmal, was sie von ausländischen Mitbürgern erwarten würde. Und das möchte ich euch hier einmal zeigen.
que les choses soient extrêmement claires. On peut très bien être étranger, y compris rester étranger, en France, à partir du moment où on respecte les lois, la culture, etc. C'est tout. C'est tout. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que des gens viennent et se comportent mal. Man hat in Frankreich also, oder beziehungsweise der Rassemblement National in Frankreich, der hat also ein wenig moderatere Töne angeschlagen. Ja, also fast vor allem, was den Begriff der Migration anbelangt. Und man konnte dies auch, und da kommen wir später noch einmal drauf zurück, auch bei dem Bundesparteitag der AfD jetzt am Wochenende sehen. Und nicht nur das Thema Migration, sondern auch zum Beispiel das Thema Verschuldung oder die EU und so weiter sind natürlich ausschlaggebend für diese Wahl gewesen und dass 34% aller Franzosen dem Rassemblement National ihre Stimme im ersten Wahlgang gegeben haben. Aber dass dies so kommen wird, also sprich, dass der Rassemblement National als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen wird, das stand eigentlich schon vor der Wahl wirklich fest. Also fast jedes Medium hat darüber berichtet und hat gemäß den Umfragen auch gesagt, schaut mal hier, die liegen halt wirklich weit vorne. Und genau das wussten halt auch die Ladenbesitzer in Paris oder Lyon oder wo auch immer. Ja, und haben sich dementsprechend darauf vorbereitet. Gleich sehen werdet, diese Ladenbesitzer, die haben letztendlich auch recht gehabt, denn seit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses aus dem ersten Wahlgang, ja, kann man sagen, herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand und es brennt an allen Ecken und Enden. Aber was bedeutet dieses Wahlergebnis nun für die AfD hier in Deutschland? Also es gab ja Anfang Januar, also nach diesem Treffen in Potsdam, gab es ja wirklich Streit auch zwischen der ID-Fraktion, die ja angeführt wird, unter anderem von Marine Le Pen und dem Rassemblement National. Ja, dann kam halt diese Geschichte mit dem Spitzenkandidaten Maximilian Krah und seinem Interview in der La Repubblica und so weiter und so weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte, bis es dann letztendlich dann zum Bruch kam. Ja? Unabhängig davon, ob es nun wirklich da oder dies oder jenes dran gelegen hat, gehen wir einfach mal davon aus, dass der Rassemblement National in Frankreich einfach ein wenig moderatere Töne ansprechen möchte. Und das tun sie, weil sie wissen, dass sie dadurch auch mehr Wählerstimmen erhalten. Und genau deswegen versucht sich der Rassemblement National von, sagen wir mal, Parteimitgliedern oder aber auch Aussagen, die so einen Nimbus des mit dem Kopf durch die Wand beinhalten, einfach zu trennen. Und genau diese Richtungsänderung, die sah man nun auch am jetzigen Wochenende beim Bundesparteitag der AfD. Also man zeigte Einigkeit, Geschlossenheit und man ließ sich auch nicht dazu verleiten, interne Streitereien jetzt in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn wie ihr hier zum Beispiel einmal lesen könnt, ja, auch der rechte Flügel um Björn Höcke, der übte sich ein wenig in Zurückhaltung. Fakt ist auf jeden Fall, nur mit Mehrheiten lassen sich auch Wahlen gewinnen. Das hat jetzt nicht nur der Rassemblement National in Frankreich erkannt, das hat zum Beispiel auch die Partei von Geert Wilders, also die PVV, in den Niederlanden erkannt. Und dementsprechend, ja, jetzt im ersten Wahlgang, wurde der Rassemblement die stärkste Kraft. Und auch in den Niederlanden, da legte die Partei von Geert Wilders ordentlich zu. Und die AfD wird sich das hier genau angucken. Also die werden sich genau anschauen, was diese beiden Parteien getan haben. Denn auch hier in Deutschland ist ja in knapp 2 Monaten die nächste Landtagswahl. Einmal
Ne? In Sachsen, dann in Thüringen und 3 Wochen später dann auch in Brandenburg. Und die wiedergewählte Partei-Co-Vorsitzende Alice Weidel hatte ja auf dem Bundesparteitag ja auch gesagt, dass man dort nicht nur die stärkste Kraft ist, sondern man möchte natürlich auch das bestmöglichste Ergebnis herausholen. Fakt ist allerdings auch, dass die gesamte EU, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Frankreich schaut oder halt auch auf die Niederlande oder auch in Spanien, ja, dass dieser ein wenig weiter nach rechts gerückt ist. Das liegt unter anderem daran, und das sagte ich bereits vor Monaten hier schon bei meinen Videos, dass das Pendel, das politische Pendel, grundsätzlich immer wieder zurückschwingt. Ja, also der hier momentan vorherrschende linksgrüne Zeitgeist, möchte ich einmal sagen, der hat seinen Zenit mittlerweile überschritten. Das sieht man bei uns in Deutschland zum Beispiel halt auch an den Wahlumfragen, also wo die SPD liegt und wo die Grünen liegen und so weiter und so weiter. Bei den Deutschen ist es allerdings immer so der Fall, sie lassen dann, ne, jetzt zum Beispiel die CDU 16 Jahre lang regieren, und wenn die CDU dann ordentlich Bockmist gebaut hat oder so, dann sollen mal andere übernehmen. Dann sind es dann plötzlich nur die SPD und die Grünen und so weiter, und wenn die dann ordentlich Bockmist gebaut haben, dann kommt die CDU wieder ans Ruder. Also, puh, ja. Ne, aber es gibt hier in Deutschland halt mittlerweile auch andere Akteure, die man durchaus ernst nehmen muss. Ja, das ist jetzt einmal die AfD auf der einen Seite, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht auf der anderen Seite. Und genau das werden wir jetzt erstmalig bei den Landtagswahlen im Osten sehen. Denn bisher hat nicht nur diese Ampelregierung, sondern auch die Regierungen davor, ja, unter anderem halt die Große Koalition, ne, in der Merkel-4-Ära, möchte ich jetzt mal sagen, im Grunde genommen alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnte. Und das Ergebnis wird Ihnen nun gerade präsentiert. Denn schon vor 7 Jahren sagte der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie in einem Gastartikel für den Deutschlandfunk, also 2017, dass die jetzt etablierten Parteien eine sozial-progressive Reformarbeit durchführen müssten. Und was haben sie gemacht? Genau das Gegenteil. Letztendlich haben sie genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich hätten machen müssen. Und dann ist es überhaupt kein Wunder, dass sich die Menschen von den etablierten Parteien abwenden und zu den Parteien gehen, von denen sie jetzt denken, dass sie die richtigen wären, um die Weichen für die Zukunft nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der Europäischen Union zu bestimmen. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.